Es ist schon ein besonderer Kick. Es ist halt ein besonderes Turnier. Es kommen auch besonders viele sehr gute Teams. Und das ist natürlich Motivationsschub pur. Die Sonne strahlt über dem Sand, doch es sind die Beacher, die Beachmitte zum Glühen bringen. Mit dem Volleyballverband Berlin und dem Brandenburgischen Volleyballverband als Ausrichter werden die Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg der Erwachsenen zum ultimativen Showdown. 2 Tage voller Adrenalin und packender Ballwechsel, das ist Beachvolleyball auf höchstem Niveau. Es fühlt sich gut an. Mega. Ich glaube, ja. Wir haben noch nie ein Turnier gewonnen. Also ein A-Turnier. Ja. Das ist richtig gut. In den hochklassigen Duellen des A-Turniers zeigt sich das ganze Können der Sportler. Blitzschnelle Reaktionen, kraftvolle Schmetterbälle und präzise Blocks. Jeder Punkt wird hier mit Leidenschaft und Entschlossenheit erkämpft. Aber im Finale steigert sich die Spannung noch weiter, wenn sich die besten Teams um den begehrten Landesmeistertitel duellieren. Die Teams sind alle recht zufrieden mit den Spielen bzw. mit dem ganzen Turnierverlauf. Das Wetter passt, man hört im Hintergrund gute Laune auf den Feldern. Auch der Mixed-Wettbewerb verleiht dem Wochenende eine besondere Dynamik. Die harmonische Kombination aus männlicher und weiblicher Spielkraft erzeugt eine faszinierende Mischung aus Technik und Power, die für abwechslungsreiche und mitreißende Partien auf Beachmitte sorgt. Wir haben auch Spaß gespielt und haben uns gefreut, dass wir gespielt haben. Wir kannten die meisten Teams auch schon, sodass man wusste, gegen wen man antritt. Ein Highlight jagt das nächste. Die Landesmeisterschaften der Senioren setzen ein weiteres Ausrufezeichen. Erfahrene Spieler treten an und demonstrieren kluge Spielzüge und strategisches Geschick. Sie beweisen, dass jahrelange Erfahrung ein unschätzbarer Vorteil ist. Diese Spiele sind nicht nur ein Genuss für das Publikum, sondern auch die Generalprobe für die deutschen Senioren-Beachvolleyball-Meisterschaften im September. Wir sind also auch schon eine eingeschworene Seniorentruppe, spielen also auch in der Halle. Und Beach ist immer noch mal eine andere Herausforderung, weil für uns im Alter eben auch sehr viel anstrengender ist. Die letzten Punkte sind gespielt, doch die Energie des Wochenendes bleibt spürbar. Und die Begeisterung für diese mitreißenden Beach-Volleyball-Momente wird umso lebendiger weitergetragen. Möglich gemacht werden die Landesmeisterschaften durch Stadt und Land, More Cargo Bike, die Sportmetropole Berlin, den Volleyballverband Berlin und den Brandenburgischen Volleyballverband.